joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us feel it. Yet there's no fear in your love. Hallo, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Online-Workshop-Serie. Wenn du zum ersten Mal einschaltest, hey Easy, voll gut, schön für dich, schön für mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit einzusteigen. Jeden Mittwoch kannst du neu einsteigen, jeden Mittwoch dir irgendwas raussuchen aus diesem Potpourri von Inhalten, die dich hoffentlich interessieren und auch den Nerv deiner Fragen, die du dir aktuell für dein Leben stellst, trifft. Ich freue mich, dass du da bist. Du brauchst heute etwas Arbeitsmaterial, weil ich habe dir ein Tool aus dem Coaching-Business mitgebracht, um dich selber heute die Möglichkeit zu geben, dich selber zu hinterfragen. Das werden wir einfach hier zusammen durchführen. Und dafür ist gut, wenn du dir schon mal parat legst, bunte Stifte, was du hast, bunte Eddings oder einfach nur irgendwas, was du irgendwo in deinem Wohnzimmer findest. Ein großes Blatt Papier, am besten DIN A4, DIN A3, egal was du hast, einfach anschleppen, schon mal herkommen und alles parat halten, damit du nachher nichts verpasst. Und ich möchte dich begrüßen mit einer Einstiegsfrage, die ich mir gestellt habe und die kannst du mit beantworten. Und zwar, wenn du auf Slido gehst. Slido ist ja ein tolles Tool, um Fragen online zu beantworten. Und zwar kannst du das abscannen mit deinem Handy oder du gibst Slido ein im Internet und kommst auf eine Seite und ich stelle dir eine Frage und du darfst darauf eine offene Antwort formulieren. Und zwar, die erste Frage ist, wenn ich 15.000 Euro im Lotto gewinnen würde, dann würde ich was tun? Was würdest du tun, wenn du 15.000 Euro im Lotto gewinnen würdest? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich weiß es nicht, ich müsste einfach mal drüber schlafen. Aber dann, was würdest du tun? Hast du spontane Ideen, wie du das Geld investieren würdest? Genau, kannst mal gucken, ob du eine Antwort drauf findest und uns schreibst. Es ist eine wahnsinnige Bereicherung zu wissen, was du mit so viel Geld anfangen würdest. Und vielleicht fällt es dir auch schwer, darauf zu antworten. Aha, du würdest spenden an ICF Mannheim, neuen Laptop kaufen, ein Teil in die Eltern investieren. Nee, ein Teil Eltern. Ah, ein Teil in die Eltern und ein Teil den Rest investieren. Da eine Küche kaufen, genau, spenden. In mein Konzept investieren, was auch immer dein Konzept ist. Schreib uns, was dein Konzept ist, wollen wir unbedingt wissen. Und umziehen. Jawohl, mit 15.000 Euro würdest du vielleicht umziehen. Voll gut, nächste Frage. Wenn ich mir selbst einen Vornamen aussuchen würde, dann wäre das Friedbert, Kunigunde, wahrscheinlich nicht. Irgendwas mit Grace oder Joy hintendran vielleicht. Vielleicht nach einem berühmten Star, nach einer Person, die dich inspiriert oder einfach wie du schon immer heißen wolltest, aber deine Eltern waren nicht mutig genug, dich so zu nennen. Wie würdest du heißen, so wie du jetzt auch heißt? Paulus, ja? Oder Jürgen? Das ist sehr spannend. Leonardo, hoffentlich siehst du auch aus wie er, wenn du so heißt. Caroline, ja, ich wollte immer Julia heißen, aber meine Eltern haben auch kurz überlegt, aber haben es dann nicht gemacht. Michaela heiße ich. Fridolin, auch schöner Name. Man kann ja mittlerweile sein Kind nennen, wie man möchte, auch Fridolin. Die nächste Frage, schön, dass du eingeschaltet hast, hier heute beim Online-Workshop. Du kannst dir dein Arbeitsmaterial zusammensuchen und wenn du es schon hast, dann darfst du einfach hier mit einsteigen in Slido und ein paar Fragen mit beantworten, einfach weil es Spaß macht, darüber nachzudenken. Diese Was-wäre-wenn-Frage, ja. Beim Aufräumen, beginne ich mit was? Mit was beginnst du, wenn du aufräumst?
Das ist natürlich die Voraussetzung, dass du aufräumst. Mit was beginnst du? Ach, mit Netflix. Räumst du dein Netflix? Ach so, nee, du fängst an, Netflix zu gucken, bevor du aufräumst. Ja, ich verstehe wahrscheinlich. Klamotten, den Boden freiräumen ist ganz wichtig. Genau. Wenn ich aufräume, dann beginne ich mit was? Ich meistens mit der Küche. Das regt mich auf, wenn die offenen Sachen da so rum lungern, Staubsaugen, Schreibtisch. Ich schmeiße alles, was rumliegt, aufs Bett. Früher, als ich ein Kind war, habe ich ein Klavier im Zimmer gehabt. Tatsächlich, ich habe Klavier gelernt und meine Eltern wussten nicht, wohin mit diesem Klavier, haben sie in mein Zimmer gestellt. Und wenn mein Vater kam zum Aufräumen, Inspektion, dann habe ich das alles ins Klavier gestopft. Genau, also ich kenne das gut, einfach die Sachen irgendwo anders hinzustopfen. Nächste Frage. Schön, wenn du jetzt eingeschaltet hast, jetzt erst, hol dir noch was zu trinken oder beantwort mit uns die Fragen, einfach nur, weil es Spaß macht, einfach nur, weil es das Hirn anregt, sich Fragen zu stellen. Die vierte Frage für heute Abend. Ein Poster, das in meinem Kinderzimmer hing, war von? Welches Poster hing in deinem Kinderzimmer? Ein Pferdeposter? Ich tatsächlich, darf man nicht laut sagen, von Baywatch. Und David Hasselhoff dieses rote Ding, egal. Auf jeden Fall sah er noch gut aus, thronte er als Bravo-Poster. Und zwar gibt es ja diese lebensgroßen Bravo-Poster, hatte ich. Sternenkarte, FC Bayern, Hunde, Autos, Pokémon, bist du Pokémon-Generation? Hey, hast du ein Pokémon als Poster gehabt? Autos? Medizini-Poster von Tieren, ja, das kenne ich auch noch. Ich hatte ein Meerschweinchen. Jesus, Hashtag Jesus. Ah, ja, das Poster kenne ich auch. Sehr gut, wenn ein Kinderzimmer hängt. Das letzte Einstiegsfrage heute, interessiert mich persönlich, finde ich immer gut. Das beste Live-Konzert, bei dem ich je war. Bei welchem Live-Konzert warst du, dass das Beste war? Wo warst du auf einem Live-Konzert und dachtest hinterher, der Moment meines Lebens oder das war das Beste, weil die anderen alle auch nicht so gut, das war jetzt mittelgut, aber es war das Beste. Dann kannst du das hier schreiben. Deichkind, Adele, Philipp Poisel mit meiner Mutter, okay. Ed Sheeran. Ich war beim besten Live-Konzert war Coldplay. Ich glaube, es war das Beste, aber ich habe es irgendwie verpasst, weil wir hatten einen super schlechten Platz und haben nichts gehört. Und ich dachte, ich habe die Karte geschenkt bekommen. Irgendwie dachte ich, naja, dafür gebe ich kein Geld aus. Aber es war eigentlich ein gutes Konzert, habe ich bei YouTube gesehen. Es war eigentlich ein gutes Konzert. Ich habe es verpasst. Genau, noch jemand? Coldplay, jawohl. Es geht so schnell. Philipp Poisel in der Festhalle Frankfurt. Okay, sehr gut, du kannst so ein bisschen überlegen. Wenn du jetzt eingeschaltet hast, weil du eben erst aus der Arbeit kamst und noch aufräumen musstest oder tatsächlich was gewonnen hast und dir jetzt überlegen musst, was du mit dem Gewinn machst, kannst du dein Arbeitsmaterial holen. Und zwar brauchen wir heute, also du brauchst heute Stifte, Blatt Papier und kannst hier mega entspannt mitmachen. In dem dritten Online-Workshop von einer Reihe von vier Workshops, wir haben das geteilt, wir haben einmal einen Zoom-Call, der sich anschließt an diesen Input und einmal diesen Input, den du jetzt siehst, den kannst du auch nachgucken bei YouTube und es freut mich mega, dass du eingeschaltet hast, weil dann gehe ich davon aus, dass dich die Frage interessiert, hey, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben und wo setze ich aktuell meinen Fokus oder wie setze ich überhaupt meinen Fokus? Und die Frage an dich ist zum Einstieg, hast du schon über dich nachgedacht? So generell in deinem Leben. Kannst du dir selber stellen, brauchst du nicht bei Slido beantworten. Kannst du einfach selber mal für dich stellen, inwiefern hast du dir schon Gedanken über dich, dein Leben, deine Werte, deine Begabungen, wer du bist, wer du sein willst im Leben, Gedanken gemacht. Kannst du es aussuchen von einer Skala von 0 bis 10?
kannst dir überlegen, hey, 0 ist, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ich jetzt nicht glaube, und 10 ist, ich bin schon so dermaßen schon kurz vor Perfektion, was es angeht. Und genau, dazwischen wird sich wahrscheinlich einpendeln. Überleg mal, wie bist du so aufgestellt? Wie lang oder wie viel hast du dir Gedanken über dich selber gemacht? Und wenn du den Workshop vom letzten Mal online noch nachgeguckt hast oder vielleicht nachgucken willst, wir hatten drüber gesprochen, dass wir, jetzt bin ich kurz irritiert, weil der Yannick irgendwas wechselt und ich weiß nicht, was er tut. Okay, vielleicht siehst du mich nicht mehr, aber egal, hey, hör mir einfach zu. Wir hatten drüber gesprochen, was es heißt, einen Erfolg zu haben. Und ich habe dir bewusst keine Definition von Erfolg gegeben, wie ich denke, dass er ist, weil es ist eine absolut persönliche Angelegenheit. Wie genau empfindest du ein gelungenes Leben für dich? Was macht dich zufrieden? Wo sagst du, das ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben? Und ich habe dir ein Buch vorgestellt, das kannst du gerne mal selber lesen, wenn du möchtest. Das heißt, die 7 Wege zur Effektivität gibt es bei Amazon, auch auf Deutsch, auch auf Englisch. Und der Autor beschreibt einen langen Weg auch zum gelungenen Leben, zum Erfolg. Und er sagt, es gibt privaten Erfolg und öffentlichen Erfolg. Öffentlicher Erfolg ist das, was wir meistens immer haben wollen, den Applaus der anderen. Und unterteilt aber noch der Weg zum öffentlichen Erfolg führt über den privaten Erfolg und das heißt, unabhängig zu sein von seiner Emotion aktuell, vielleicht auch von dem, was andere sagen, von Umständen hin zu einem möglichst selbstwirksamen Leben. Also ein Leben in Proaktivität. Proaktivität heißt nicht, dass du immer nach vorne gehst, erste Reihe und mega inspirierend für alle und jeden sein musst und immer die Initiative ergreifst. Proaktivität heißt, dass du Verantwortung übernimmst für das, was du tust, aber auch für das, was du bist. Denn du bist ganz, ganz, ganz sicher mega gut gemacht. Ich bin mir ganz sicher, ist mein Selbstverständnis von allen Menschen auf dieser Erde, egal ob du dich gerade als Gewinner oder Verlierer fühlst, du bist mega gut gemacht, du bist genug, so wie du bist, ist es ausreichend. Und ich habe dir das Bild letzte Mal vorgestellt, wie von so einem Fahrwasser, in dem jeder von uns ist und jeder in unterschiedlichen Flussärmen, vielleicht wenn du das Bild von einem Fluss nimmst, jeder paddelt irgendwo anders rum, jeder ist auch ein anderes Boot. Der eine ist ein Dampfschiff, der andere ist mehr als Brennboot gebaut, der dritte ist mehr als Ruderboot gebaut, der vierte mehr irgendwie als Schlauchboot, Rettungsboot, was auch immer, such dir was aus. Und wir sind alle unterwegs. Und ein proaktives Leben zu führen, das hin zum erfolgreichen Leben führt, glaube ich, führt dahin, dass du und ich rauskommen aus dem Management-Modus. Managen von Dingen, managen von diesem Boot, das sich hier durch die Wellen von unserer Zeit durchwindet, hin zur Führung. Das heißt, dass du fähig bist, raus zu zoomen aus deinem normalen gerade Fahrwasser, das du bist, wenn du im Bootsbild bleibst, einfach irgendwo hochzusteigen und zu gucken, bin ich eigentlich auf Kurs? Bin ich im richtigen Fahrgewässer unterwegs und setze ich auch das ein, also kann mein Schiff optimal fahren, setze ich das, was ich bin, was ich habe, auch optimal ein, so dass ich gut fahre oder fühlt sich das irgendwo immer so ein bisschen gequetscht und ein bisschen holprig an? Und die Fähigkeit, aus diesem Boot raus auf dich zu zoomen. Das ist was du lernen kannst, was ich lernen möchte in meinem Leben und was mein Charakterwachstum ausmacht. Die Fähigkeit, mich selbst zu führen und nicht nur die Fähigkeit, mich selbst zu managen. Weil wir managen ganz viel unsere Aufgaben, unsere Sachen, die Erwartungen von anderen. Und ich glaube, es tut gut, rauszugehen und zu gucken, will ich das eigentlich, was ich da gerade tue? Und bin ich auf Kurs? Und das kannst du machen in dieser Serie. Du kannst damit anfangen, zumindest. Und ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, immer auch wieder während meiner Coaching-Zeit, wenn jemand zum privaten Coaching kommt. Und ich höre ganz oft diese Meinung von sich selber. Vielleicht hast du die auch. Ich bin halt so undiszipliniert.
und du unterstellst dir einen Mangel an Disziplin. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt immer ein Mangel an Disziplin ist, dass man das Gefühl hat, man wird dem nicht gerecht, sondern ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, auch in der heutigen Zeit mit diesen vielen Möglichkeiten, mit diesen, wir hatten das Fahrwasser letztens auch so benannt, mit diesen Unsicherheiten, mit viel Schuldzuweisung auch und was halt alles gerade so im Trend ist, dass es schwer, sich da zu fokussieren. Es ist schwer. Und es ist nicht immer und eigentlich selten ein Mangel an Disziplin, sondern ich glaube, dass wir die Prioritäten noch nicht gelernt haben, richtig zu setzen und die sich nicht verinnerlicht haben. Und du kannst deine Prioritäten verinnerlichen, indem du auf dich drauf schaust. Was ist eigentlich wichtig? Was ist es, was mich ausmacht? Wo will ich hin? Denn dann wird das, wie du bist, auch zu dem passen, was du tust. Dann wird das, wie du bist, auch zu dem passen, was du tust. Und die Frage an dich, so wie du da sitzt jetzt, ich weiß nicht, wo du sitzt, aber die Frage ist, findest du das, dass du genug bist? Reichst du dir aus? Ich weiß, viele sagen, oh, ich kann so viel und ich bin geliebt und ich weiß es grundsätzlich, aber weißt du auch, dass du genug bist? Dass es ausreicht, was du tust und wie du bist. Weil es ist eine mega Herausforderung. Wir sind zwar in unterschiedlichen Flüssen unterwegs, mit unterschiedlichen Booten unterwegs, weil du bist ein eigenes Boot, dich gibt es nur einmal, aber wir sind im gleichen Fahrwasser unterwegs. Und das nennen die Menschen oft den Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist ein bisschen verrufen, finde ich. Der Zeitgeist ist so teuflisch dargestellt, der Zeitgeist ist böse und der Zeitgeist ist irgendwas, was mir Angst macht. Aber ich glaube, wir sind alle unbewusst oder bewusst in diesem Fahrwasser des Zeitgeistes. Und der Zeitgeist ist eigentlich nichts anderes als ein Versprechen, wie ein gelungenes Leben, wie ein erfolgreiches Leben zu sein hat. Und übrigens, nur um dich zu beruhigen, der Zeitgeist ändert sich im Moment alle 5 bis 7 Jahre. Also kannst du es auch ein bisschen aussitzen. Aber du kannst auch das nutzen, zu sagen, hey, ich lasse mich nicht verwirren von dem, was irgendwer mir vorgibt, was gut ist, was richtig ist, sondern ich schaue auf mich. Ich schaue darauf, was ich mitbringe in diesem Leben. Und das ist zeitgeistlos übrigens. Das ist zeitlos. Die Art und Weise, wie du die Dinge lebst, die sind natürlich, die kannst du im Trend leben oder du kannst die altbacken leben, das bleibt dir überlassen. Aber die Dinge, wie du bist, deine Werte, dein Leitbild im Leben, deine Ziele, deine Wünsche, deine Vorstellungen, die können so zeitlos sein. Und die sind nicht abhängig, unbedingt immer, nur von den Umständen oder was gerade in ist und was gerade Trend ist. Aber ich glaube einfach, wir sind alle, ich auch übrigens, wir sind Menschen und Menschen suchen nach Anerkennung, sie suchen nach Orientierung und Liebe. Und es ist so einfach manchmal, wenn man nicht bewusst sich dessen bewusst ist, sich diesem Fahrwasser des Zeitgeistes einfach auszusetzen. Und der Zeitgeist gibt einem ja so bequem vor, was richtig ist, was Anerkennung findet. Gehst du jetzt mal bei Instagram, wenn du irgendwas über Nachhaltigkeit, und Nachhaltigkeit ist nicht schlecht, gell, oder Fairness, fairer Handel und so, Gott sei Dank ist das was aufstrebend ist gerade. Wenn du da was postest, dann kriegst du mega viele Likes über Superfood und wie du dich selber aktivierst und dein Hirn besser durchblutet ist und was du alles essen musst und so, dann kriegst du viele Likes. Und das ist was sein könnte, das dir wichtig wird auf einmal, was auch gut ist, aber was du nicht hinterfragt hast und in Programme und in Fahrwasser kommst, die du nicht mehr hinterfragst. Und sich selber zu führen heißt, sich selber zu hinterfragen, seine Werte zu kennen, seine Möglichkeiten zu kennen und dann an seinem Charakter so zu wachsen, dass du fähig bist, auf dich drauf zu gucken, dass du fähig bist, deine Emotionen zu steuern und dass du fähig wirst, zu hinterfragen, was du tust. Und das ist Charakterwachstum. Und ich kann dir eins sagen, ich weiß nicht, ob du 18 bist oder 58 oder 108. Es ist ein lebenslanger Prozess. Welcome im Leben. Ein lebenslanger Prozess im Fahrwasser, das sich alle 5 bis 7 Jahre ändert. Und es ist nicht einfach, da durchzukommen, aber es macht Spaß, wenn du einfach anfängst, dich selber zu hinterfragen. Und dazu brauchst du den Mut, sage ich dir ganz ehrlich,
dass das, was du siehst in dir, dass das möglicherweise nicht das ist, was du dachtest oder was du gern hättest, sondern vielleicht was anderes ist, was vielleicht gerade im Fahrwasser des Zeitgeistes nicht die meisten Likes bekommt. Aber das ist was Gutes. Das ist was Gutes, das zu hinterfragen. Denn sonst wird sich das immer komisch anfühlen. Und es gibt vielleicht Momente in deinem Leben, ich habe die, ich abends im Bett liege und denke, naja, heute habe ich aber nicht so nachhaltig eingekauft. Und heute habe ich aber, das Eis hätte nicht sein müssen, zu viel Zucker. Oder hätte auch besser jetzt mit mehr Verständnis für mein Kind, weil die Pädagogik sagt jetzt gerade verstehen und sensibel und was weiß ich, was die Pädagogik gerade sagt. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft, habe sie angebrüllt. Und du legst im Bett und denkst, ich bin nicht genug. Und dann ist der Zeitpunkt zu sagen, aber deine Emotion bestimmt nicht, wie du morgen aufstehst und was du morgen lebst. Und deine Emotion bestimmt nicht, wo du morgen entlang schipperst in deinem Boot. Und das ist echt eine Kunst. Und ich mag mit dir heute ein Coaching-Tool ausprobieren, das du zu Hause mitmachen kannst. Und zwar erkläre ich dir das kurz, wie ich das gemeint habe. Und ich sage dir jetzt schon dazu, du hast jetzt also ungefähr, wenn ich es erklärt habe, so 12 Minuten Zeit, also nicht ungefähr, sondern was genau, 12 Minuten Zeit, weil du musst es ja angeben vorher, um das selber für dich zu machen, aber damit ist es nicht abgeschlossen. Sondern wenn du möchtest, dann kannst du nächste Woche Mittwoch einschalten in unseren Zoom-Call und da bin ich dann und da wirst du dich mit anderen Menschen darüber austauschen können, was du da aufgeschrieben hast, was du da für ein Bild kreiert hast. Heute Abend wird es auch ein bisschen kreativer werden für dich, je nachdem, was für ein Level an Kreativität du so mitbringst. Und dann kannst du das vertiefen. Also bleib nicht heute Abend stehen und sagst, hat mir nichts gebracht oder es hat mir nur bedingt was gebracht, sondern mach da weiter. Wenn du jetzt sagst, wow, cool, ich wollte schon immer mal hingucken, was so in mir steckt und was das, was ich lebe, ob das gerade überhaupt zu mir passt. Okay? Und ich sag dir noch eins, es wird hoffentlich nicht rauskommen, dass du alle deine Jobs kündigst und jetzt irgendwas anderes machst, Aussiedler wirst oder sowas, weil du dir Aussiedeln wichtig ist, sondern einfach sei gechillt in dem, was du jetzt gerade tust, einfach zu hinterfragen, ohne das sofort zu werten, zu bewerten oder sofort lossprinten zu müssen und zu sagen, ich muss jetzt mein Leben ändern, weil das musst du nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass manchmal, dass du weißt, warum du ein Gefühl hast. Warum du manche Gefühle hast, dass du das einordnen kannst. Und manche Unsicherheiten, Orientierungslosigkeiten und so im Leben, nicht alle, aber manche kommen wirklich daher, dass ich nicht weiß, was ich da gerade tue und nie meine Programme hinterfrage und mich verliere in diesen Zeitgeistwellen, die manchmal ganz schön krass sein können. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Ich werde jetzt die Flipchart hier in das Bild holen, leg dafür das Mikrofon weg, aber ich habe dich gleich wieder da. So, du hast jetzt hoffentlich ein Blatt Papier. Du hast jetzt auch Stifte zur Hand. Und ich erkläre dir kurz, was du machen sollst. Du musst jetzt nicht mitschreiben, sondern du kriegst es gleich nochmal als Standbild eingeblendet, deinen Arbeitsauftrag. Und genau, kannst leider nicht nachfragen. Oder wir, doch, du kannst nachfragen. Wir haben einen Chat laufen, da kannst du nachfragen, wenn dir was unklar ist. Aber ich hoffe, es ist selbsterklärend. Also es ist auch nicht schwer. Und zwar bitte ich dich, nachher 3 Kreise zu malen. Einer, zwei, oh. Also du kannst auch Eier malen, wie ich. Aber es wäre von Vorteil, wenn du einen Kreis hinkriegst. Gut. Und dein erster Arbeitsauftrag wird sein, dich hier in dieses Zentrum rein zu malen. Entweder du machst deinen Namen rein oder du bist ein bisschen kreativer oder du machst es wie ich. Keine Ahnung. Irgendwie so. Oder du klebst ein Foto von dir rein, weil es kann auch ein wunderschönes Bild am Ende entstehen, das du dir aufhebst. Also denk schon mal ans Ziel, was du hast damit. Ich mache jetzt so, nur damit du nicht unter Druck kommst. Gell? So, also das kriegt jeder hin. Der zweite Kreis, und da musst du jetzt nicht mitschreiben, denn das kriegst du eingeblendet, also das hier. Da
machst du Folgendes, und zwar überlegst du dir, was ist mir wichtig im Leben. Das können Werte sein, es können aber auch Dinge sein, die dir Spaß machen, aber nicht nur Spaß machen, sondern die dir auch wichtig sind. Nicht nur Spaß, auch wichtig. Das können Dinge sein, die du mal so ein bisschen rausspüren kannst. Hey, wo habe ich mich in meinem Leben schon mal lebendig gefühlt? So richtig im Flow, so richtig gut. Und vielleicht ist das ein Indiz dafür, was dir wichtig ist. Und das bitte ich dich nicht reinzuschreiben, weil wir bekanntlich immer nur sehr, sehr stark auf einer Hirnhälfte denken. Und ich bitte dich, die andere Hirnhälfte mehr mit einzubeziehen. Und egal, ob dir jetzt das komisch vorkommt oder nicht, ob du kreativ bist oder nicht, versuche es symbolisch darzustellen. Also, nehmen wir mal an, mir ist Gast, Freundschaft, Gäste haben oder Familie kann es auch nehmen, sehr, sehr wichtig. Dann male ich da jetzt nicht Familie, Gast, Freundschaft hin, sondern ich male ein Haus hin. Benutze deine Farben, benutze Symbole und das Ganze nur 12 Minuten lang. Also von daher brauchst du dich jetzt nicht verkünsteln, aber so in Symbolen. Okay, du kannst es natürlich auch noch hinschreiben, dass du es auch noch morgen weißt, was du meintest. Genau, dann der zweite Kreis ist, womit verbringe ich zurzeit mein Leben. Was macht mein Leben aus? Du kannst es gerne in der Krise jetzt auch sehen. Was machst du jetzt? Du kannst alles hinmachen, was du möchtest. Arbeiten, aber gerade ruhst du oder wie auch immer. Da kannst du ein Tablet hinmalen, da kannst du dein Netflix-Zeichen hinmalen, wenn es dich betrifft und so weiter. Aber arbeite mit Symbolen. Und hier hast du noch Platz, da schreibst du einfach, da darfst du jetzt reinschreiben oder mit Symbolen arbeiten, wie auch immer du willst, deine Visionen, deine Vorstellungen, deine Wünsche. Guck einfach mal, was dir kommt und setz dich bitte nicht selbst unter Druck, wenn dir da nichts kommt. Denn es ist ein Anfang, du kannst daran weiterarbeiten, wann immer du möchtest, im Nachhinein. Und du kannst einfach drauf losarbeiten. Ich kann dich leider nicht fragen, ob du die Aufgabe verstanden hast, aber du kannst im Chat schreiben, Aufgabe verstanden. Und wir werden, die Technik wird dir den Arbeitsauftrag nochmal einblenden. Ich selber mache das auch für mich, weil mich interessiert es ja auch. Ich will ja auch hinterfragen, was ist mir wichtig, was mache ich zurzeit und wo will ich noch hin. Von daher wünsche ich dir viel Spaß. Wir sehen uns in 12 Minuten wieder und dann stelle ich dir dazu, zu deinem Bild, zu deinem Ding da, ein paar Fragen, die dich hoffentlich weiterbringen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß, viel Freude beim Hingucken auf dich. Chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us feel. I will follow.
chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Let your freedom reign so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us, we'll be victorious, you make us fearless. Yes, you make us fearless, fearless, fearless. There's no fear in you. Arms are open wide, I am gladly free.
to chant. Your word did not return empty. You were there, Spirit of God. In this moment, you are still moving. You are here and you'll never change. Hey, gut. Ich hoffe, du hast ein schönes Bild, das dir selber gefällt. Ich hoffe, das war eine gute Zeit jetzt für dich und du konntest dich drauf einlassen. Wenn nicht, kein Stress, bitte mach's doch einfach die Tage nochmal in Ruhe. Die Möglichkeit hast du immer. Man kann solche Dinge auch immer wieder hinterfragen und einfach nochmal neu machen. Ich gebe dir jetzt einen Tipp für das Nächste, was wir machen. Und zwar stelle ich dir Fragen zu diesem Bild, die ich dir im Coaching jetzt stellen würde, also im 1:1 Setting, was wir jetzt hier natürlich nicht haben. Und die werden dir eingeblendet. Und was ich dir für einen Tipp geben kann, ist, dass du das kurz immer abfotografierst, weil wir werden jetzt ein bisschen durch die Fragen rasseln. Weil natürlich du jetzt gar keine Möglichkeit hast, mir zu antworten und auch die Möglichkeit nicht hast, die in deinem Kopf so wirken zu lassen, wie ich dir eigentlich gern Zeit geben würde. Und dem einen ist die eine Frage wichtig, da bleibt er länger stehen, bei dem anderen die andere. Deswegen rede ich jetzt einfach ein bisschen schneller und du fotografierst dir das ab, um das in Ruhe für dich nochmal zu hinterfragen. Aber vielleicht stößt du jetzt auf die eine oder andere Frage, wo du sagst, oh, da bleibe ich jetzt wie hängen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dann mach das, beantworte sie jetzt für dich in deinem Kopf. Wenn du auf dein Bild guckst, was fällt dir selber als allererstes auf? Welchen Eindruck hast du von deinem Bild? Ist es ein fröhliches Bild, ein starres Bild? Erschreckt es dich, macht es dich traurig oder sagst du, cool, wow, ist schon echt gut, was in mir steckt, so in meinem Bildchen, gell, so schon gut. Genau, schau einfach mal, was dir als allererstes auffällt. Vielleicht Dinge, die größer sind als andere und etwas, was du vorher vielleicht gar nicht so wusstest. Wie hast du dich gemalt? Hast du dich gemalt, hast du dich geschrieben, hast du fröhliche Farbe genommen oder wie geht's dir eigentlich, wenn du da so im Zentrum bist? Ist ja kein christliches Bild, gell? So ich im Zentrum? Nee, darf ich das sein? Das ist doch Jesus, Gott, was weiß ich, nee, setz ein, was du willst. Aber in unserem Bild darfst du jetzt mal, weil es ist, du bist so genial gemacht, dich gibt's nur einmal auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dich gibt es nur einmal. In all dein, wie deine Wünsche aufgestellt sind, wie deine Werte zusammengesetzt sind, was du erfahren hast im Leben, was dir Spaß macht, das gibt's nur einmal. Deswegen ist es gut, dass du da bist, wo du bist.
Dann gehen wir zum nächsten Kreis. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Welches Bild oder Symbol ist das Bild, das am meisten Platz einnimmt? Also, das dir sofort ins Auge sticht. Ist es überraschend? Ist es klar für dich? Wenn es ein Wert ist, also wenn es eine Sache ist, die du gerne machst, kannst du den Wert dahinter hinterfragen. Ich mache dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich gehe gern in die Kirche. Ist dir dann der Glaube wichtig, die Gemeinschaft wichtig, beides wichtig? Genau, kannst mal hinterfragen für dich, wenn du Zeit dafür hast, woher kommt dieser Wert? Wer hat dir den Wert näher gebracht? Warum ist dir das so wichtig? Im nächsten Kreis solltest du reinmalen, womit du deine Zeit im Moment verbringst in deinem Leben. Die Frage ist, die sich sofort aufdrängt, finde ich, findest du dort deine Werte? Also finde ich meine Werte, die mir wichtig sind, dort wieder? Sind die in den Sachen drin? Manchmal muss man ein bisschen suchen. Will ich das, was ich zurzeit mache, überhaupt machen? Wenn ja, warum? Was ist da drin, was mich motiviert, was ist da von mir drin? Von was mir wichtig ist, von meinen Werten drin? Wenn nicht, warum nicht? Und kann ich Dinge, die mir wichtig sind, da drin vielleicht integrieren? Beispiel, ich mag es gern humorvoll. Ich liebe Humor. Egal wo ich bin, egal in welchem Job, ich kann immer irgendwie lachen. Wenn ich merke, ich bin irgendwo nicht ganz so richtig, frage an mich, kann ich meinen Wert Humor zum Beispiel da reinbringen und die Dinge einfach ein bisschen lustiger handhaben, als sie sind. Genau, auch das geht. Du musst nicht immer gleich kündigen. Du kannst einfach von dem, was dir wichtig ist, in deinen Job oder in das, was du tust, integrieren. Was von den Dingen, die da sind, in diesem Kreis sind, würde ich am liebsten lassen oder einschränken? Was passiert, wenn ich aufhöre, die Dinge zu tun? Was würde passieren, wenn ich direkt morgen das, was ich gerade ausgesucht habe, einschränke? Und das, was du dann dazwischen, also dahinter gemalt hast, hinter die Kreise, das ist deine Vorstellung, deine Vision. Vision ist so ein riesiges Wort. Da kommen manche Leute und sagen, ich habe keine Vision. Ja, ich habe auch keine Vision. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Vision. Aber ich habe Wünsche. Wünsche und Vorstellungen. Ja, die habe ich, die hat, glaube ich, jeder. Sind die klar gemalt? Hast du die direkt gewusst oder brauchen die ein bisschen? Hast du so ein bisschen unklar? Ich habe da so ein paar Sachen, die waren so ein bisschen unklar. Ich weiß ein bisschen, wo es hingeht, aber ich könnte daraus jetzt keinen wirklichen Wunsch oder eine Vorstellung konkret benennen. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Sind da meine Werte enthalten in diesen Wünschen? Wünsche ich mir das, weil mir das wichtig ist oder wünsche ich mir das, weil es halt gerade in ist und weil ich glaube, dass die meisten Leute mir dafür Anerkennung geben, wenn ich das tue? Abzunehmen. Will ich das, weil ich das möchte oder will ich das, weil gerade Superfood so gut ist für mein Gehirn und für mein alles andere? Welche Vorstellungen sind mir am wichtigsten und wie kann ich auf die zugehen? Wo gibt es Menschen, die mir helfen? Wo sind meine Supporter, die mir helfen, meine Wünsche vielleicht in Ziele umzuformulieren? Wo sind die Menschen, die mit mir dranbleiben, die mir nachfragen, die mit mir begeistert sind von dem, was ich mir vorstelle in meinem Leben, die mich hinterfragen, die das auch dürfen? Und jetzt kannst du gucken irgendwann die Tage, hey, das, was ich gerade tue, bringt mich das zu meinen Wünschen, Vorstellungen und Zielen? Oder muss ich meine Wünsche, Vorstellungen und Ziele hinterfragen? Oder muss ich das, was ich gerade tue, hinterfragen? Beides okay, das zu tun. Was fehlt mir, um meine Ziele zu erreichen, um mein Ziel? Vielleicht fehlt dir überhaupt mein Ziel. Das ist nicht einfach, ein Ziel zu formulieren. Es ist einfach, wenn du was studierst, dann weißt du, okay, mein Ziel ist mein Abschluss, aber es ist nicht mehr einfach danach.
Es ist nicht einfach, sein Ziel zu formulieren. Manchmal braucht man Hilfe. Und wenn du merkst, so, wow, das hat mich irgendwie angesprochen, ich will mich darüber austauschen, das ist der beste Weg. Erzähl es anderen. Erzähl es anderen. Das kannst du jetzt tun, nämlich. Du kannst dieses Bild einfach mal ein paar Tage auf dich wirken lassen. Du kannst es ergänzen, neu machen und dann erzähl es jemandem. Quatsch die Leute voll. Ich habe gestern meinen Mann voll gequatscht mit meinem, ich habe es natürlich ausprobiert vorher, ne? Ich habe den voll gequatscht, weil ich so begeistert war von dem, was da stand. Und dann dachte ich so, ist doch cool, muss an die Leute. Tausch dich mit unterschiedlichen Menschen aus, unterschiedlichen Menschen, die dich hinterfragen dürfen. Muss nicht immer der sein, der sagt, oh super, bravo, sondern auch mal jemand, der sagt, aha, wie willst du da hinkommen? Wusste ich gar nicht von dir, ist es wirklich dein Wunsch? Tipp, meine persönliche Einladung an dich ist, nächsten Mittwoch in den Zoom-Call zu kommen. Link findest du in unserem Telegram-Channel, auf Insta und sonst wo, in der ganzen Promotion, die wir für den Workshop machen. Geh dahin bitte, 19.15 Uhr, nimm dir Zeit, tausch dich mit Leuten über das aus. Weil du wirst einfach viel mehr, viel hintergründiger werden, wenn du drüber sprichst. Auch wenn du nicht gerne über dich redest, das ist trotzdem eine gute Sache. Hör anderen zu, ist auch gut. Und dann kannst du tun, was du tun kannst, ist, dass du konkrete Ziele formulierst, die dich zu deinen Wünschen nach vorne bringen, wenn sie das wert sind. Und manchmal brauchst du dafür Hilfe. Dann kannst du dir jemanden suchen, der das mit dir macht. Vielleicht hast du eine Gruppe, die mit dir vielleicht auch diesen Workshop zusammen guckt. Dann macht es doch zusammen. Überlegt euch, was sind Ziele. Damit die Wünsche nicht bei Wünschen bleiben, sondern zu echten Zielen werden. Genau, und du kannst dir überlegen, was davon ist mein persönlicher nächster Schritt? Was von den drei Sachen ist mein persönlicher nächster Schritt? Damit es nicht versandet, was du heute Abend gemacht hast und wo du dir Zeit für genommen hast. Ich mag dir zum Schluss einfach nochmal dieses Buch zeigen, lesenswert, wenn du da weiterkommen willst, auch in Prioritäten setzen. Da sind sehr viele Beispiele drin, auch sehr viele Tools, wie du Zeitmanagement leben kannst, wie du es schaffst, Prioritäten in deinem Alltag zu setzen. Und das zweite Buch, das ich dir gerne hinhalten würde, wenn du da Lust drauf hast, es zu lesen, das Buch vom Zeitgeist und wie er uns vorantreibt. Das ist ein sehr lesenswertes Buch über den Zeitgeist, einfach es zu hinterfragen, ohne es zu verteufeln. Es ist ja immer, davon bin ich immer Fan, die Sachen nicht zu verteufeln, sondern zu hinterfragen und zu gucken, hey, was macht es mit mir? Und wo gehe ich vielleicht unbewusst in irgendwelche Vorstellungen von anderen mit rein, obwohl es gar nicht meine sind, obwohl ich die gar nicht mitgehen kann. Und wenn du merkst, ich habe dazu gar nichts gewusst, dann ist gut, wenn du anfängst, etwas über dich rauszufinden. Und das Beste ist immer, frag die Leute um dich rum. Hey, wie nimmst du mich wahr? Wie wirke ich auf dich? Was denkst du, ist mir wichtig? Fang an, darüber nachzudenken, weil ich bin mir sicher, und das ist mein Schlusssatz für heute Abend, ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, ich und du, genial gemacht sind, dass wir unglaublich viel haben, viel zu geben haben, manche Dinge zu geben haben, die gar nicht im Moment in den Zeitgeist passen, aber die wir in unserer Art, in der Art so verändern können, dass es passt und dass wir das leben können, was in uns drin steckt. Und ich glaube, es ist mega wertvoll, das rauszufinden, weil du bist genug, so wie du bist, du reichst vollkommen aus und es ist mega gut, wenn du anfängst, dir selber näher zu kommen, dich selber zu lieben. Ich glaube, es ist eine Riesenschwäche von uns Menschen generell, dass wir sagen, wir können vielleicht andere lieben, gerade noch so, aber wir können uns selber gar nicht lieben und nicht genug wertschätzen für das, was wir wirklich sind. Deswegen wünsche ich dir auf deiner persönlichen Spurensuche nach dir selber viel, viel Erfolg, wenig Druck, weil das soll es sein. Ein Spaßfaktor soll dabei sein und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Genieß deine Pizza, den Film oder was auch immer oder einfach nur die Zeit mit dir selber noch weiter drüber nachzudenken, was du heute Abend überlegt hast. Bis dann und mach's gut. Thank you.
ist ein Weg zu dir, weil du mich liebst, gabst du für mich deinen Sohn bis in den Tod, damit ich frei zu dir, Vater, kommen kann. Ohne Schuld und völlig rein kann ich kommen, wie ich bin, in deine Nähe. Ich will hin zu diesem Ort, wo du mich beim Namen rufst, in deine Nähe.